Mein Beileid für deine Gilde. Gesprochen wie ein wahrer Diplomat oder ein Agent von Tunnons Gericht. Du willst offenbar etwas. Die Frage ist, kann ich es dir bieten? Also gut, wie kann ich dir helfen, Schicksalsbinder? Krieg ich bitte Rabatt? Nein, lass mich deine Waren sehen. Dir haben wir deinen Stab ziemlich gut verbessert, sonst könnten wir hier ein Meisterwerk kaufen. Was zwar mehr Schaden pro Sekunde macht, aber die Erholung steigert. Macht schon ziemlich viel mehr Schaden. Statt ihren 12 macht das bis zu 28. Ist aber extrem langsamer. Eine Erdhexenrobe. Ist auf jeden Fall schlechter als die das Blutkantorleder, also bleibt das auch so. Und den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Gut. Hier ist gerade das Edikt des Steins wieder auf uns gewirkt. Das heißt, wir können jetzt hier hinten lang gehen. Hier ist eine versperrte Kiste. Arzneirezept. Ja, da kann ich, wenn ich wieder in meinem Turm für ja, in meiner Bibliothek bin, kann ich das da erforschen, sobald die andere Forschung eben abgeschlossen ist. Der Turm hat die magischen Beben, die das Sterben verwüsten, überdauert. Er reicht ursprünglich weit in den Himmel und lässt die naheliegenden Felsen im Vergleich winzig klein erscheinen. Ja, das ist halt der örtliche Turm. Und wir haben was entdeckt? Ja. Would you take a look at that? You got it. Jo. Dann reden wir mal mit Radix. Schicksalsbinder, ich hoffe, dass du ausgeruht bist. Die Eisenwache muss sich mit strenger Intensität. Ausgeruht, ja. Kenneth wirft einen Blick. Kenneth wirft Radix einen Blick zu. Wenn dieser Auftritt vorhin noch nicht der Schicksalsbinder in Höchstform war, dann gute Nacht. Der Leutnant nickt dir zu. Ich freue mich, dass du hier bist. Der Kommandant legt nachdenklich die Faust an das Kinn. Ja, ich muss zugeben, dass ich mich auch freue, insbesondere angesichts der jüngsten Erkenntnisse. Salutieren, es ist eine Ehre, den Geschmähten und Graven Ash zu dienen. Verdammt richtig, der Leutnant erwidert deinen Gruß schnell. Ich glaube, ich habe schon maximale Stufe, oder? Nee. Erwidert deinen Gruß schnell und voller Enthusiasmus. Meine Schilde und ich stehen tief in deiner Schuld und du kannst dir sicher sein, dass wir es nicht vergessen werden. Der Eisenwache steht starr und imposant vor dir. Seine Körperhaltung ist vollkommen neutral. Nachdem das geklärt ist, können wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Während ich in Vendrins Brunnen Ash gedient habe, hat die Gilde an meiner Stadt ihre Mission erfolgreich abgeschlossen, Kerns Überreste zu finden und zu bewachen. Natürlich hatte niemand von uns erwartet, dass er überlebt hat. Er nickt seinem ehemaligen Meisterbewohner zu. Meine Erdhexen haben begonnen, Kern zu studieren und haben dabei einen unschätzbar wertvollen Fund gemacht. Kern kämpft noch immer um sein Überleben, was letztendlich natürlich unmöglich ist. Nicht einmal die Berge können sich der Kraft von Kyros Willen widersetzen. Doch unser Archon besitzt immer noch eine beträchtliche Arkan-Energie. Energie, die meine Gilde sich zu Nutzen machen könnte. Leidet er nicht schon genug? Musst du unbedingt noch was draufpacken? Der Leutnant grunzt. Der General sagt, dass das Edikt weiter das Land zerstört, solange Kern lebt. Das ist gut für uns, schlecht für die Rebellen und den Chor. Ja, wir sollen die anhaltenden Erdbeben gut für die Geschmähten sein, aber schlecht für die Rebellen und den Chor. Wenn die Erdhexen Kerns Energie extrahieren und nutzen, tötet ihn das nicht und bindet damit das Edikt, welcher das Land heimsucht?
Dein Name ist korrekt, doch die Erdhexen haben eine Ritualersonne. Durch das wir Kernsenergie bei seinem Tod extrahieren und in einem einzigen Ausbruch konzentrieren können. Es würde das Land dauerhaft verwüsten, wodurch Nerads Chor und der Rebellenarmee jeder Nachschub und jede Versorgung genommen würde. Wir könnten den Krieg beenden. Die Eiswache salutiert vor dir, seine Hingabe wankt nicht in einem Deut. Ich würde die Gelegenheit, Kern weiter zu studieren, zwar begrüßen, doch wir dürfen diesen strategischen Vorteil nicht aufs Spiel setzen. Wir müssen rasch Ash Erlaubnis zum Handeln einholen. Ich hoffe, dass ich hier nicht die einzige Stimme des Unmuts bin, aber das Verfluchen des Landes wird den Schallerroten Chor aushungern, ganz zu schweigen von großen Teilen dieses Reichs. Ich dachte, wir würden hier einen Krieg mit einem Ziel führen. Es sieht aber so aus, als würden wir für einen einzelnen dummen Sieg gewaltige Verwüstung anrichten. Liege ich da falsch? Lyra schaut dich an, ihr Ausdruck eine Mischung verschiedener Emotionen. Der Scharlachrote Chor sollte in der Region ausgelöscht werden. Das sind die Konsequenzen, wenn man dem Großgeneral den Krieg erklärt. Ja, der Krieg ist voller schwieriger Entscheidungen. Oh, ja, damit habe ich endlich mal wieder das erreicht, was ich wollte. Auch wenn ich mich aus Versehen verklickt habe. Der Krieg hat eine Ehrlichkeit an sich, eine Reinheit und ich glaube, die fehlt dir. Den Feind auf dem Schlachtfeld gegenüberzutreten, die eigenen Kräfte mit den Seinen zu messen, Hyra atmet tief ein. Dann mach halt, was du willst. Ich hasse es, mich auf die Seite eines Kreischers zu schlagen, aber irgendwie stimme ich ihm zu. Verwüste das Land, töte die Bastarde. Ich würde den sicheren Sieg nehmen, aber ich würde dennoch die Freude einer Schlacht Mann gegen Mann verdammt nochmal vermissen. Lose Steine kullern über den Boden, als er nahezu unbewusst, ungeduldig mit der Stiefelspitze auf den Boden klopft. Wenn ihr damit fertig seid, würde ich gern weitermachen. Diese Operation ist äußerst... Also, was müsste ich für euch tun? Diese Operation ist äußerst folgenreich. Bevor wir handeln, muss ich mit Ash darüber sprechen, ob wir Kern töten sollen. Tu, was du tun musst. Besprich unseren Plan, das Land zu zerstören und Nerads Stimmen zu besiegen, aber spute dich. Der Kommandant nickt dir zu, ein Zeichen, dass du dich auf den Weg machen sollst. Wir werden auf deinen Bericht aus Ehren Esse warten. Ich gehe so lange jedoch von Ash Zustimmung aus und treffe die Vorkehrung für das Ritual. Er wollte sagen, gute und sichere Reise. Northern Caddis salutiert vor dir. Bevor ich gehe, möchte ich mit euch noch über einige Dinge sprechen. Sprich, wenn es dein Wunsch ist, aber wisse eins. So wie der Wind keinen Berg bewegen kann, werden deine Worte mich nicht umstimmen. Eine Eisenwache von Ash umstimmen, ich käme nie im Traum darauf. Da sind deine Träume vernünftiger als die meines Bruders. Er scheint manchmal zu glauben, dass ich tatsächlich etwas auf seine Meinung gebe. Der Leutnant Schnaubnaut. Ha, von wegen Radix ist vielleicht der... Radix ist vielleicht der einzige Mann nördlich des unwirksamen Landes, der noch sturer ist als ich. Er zog mit den Schultern, die in schweren Plattenpanzern stecken. Aber das hält mich in der Tat nicht davon ab, es zu versuchen. Müssen wir uns wegen irgendwas Sorgen machen? Abgesehen von einem Großangriff des Chors, nein, aber ein Angriff der Kreischer könnte hässlich werden. Daher lasse ich meine Schilde Wache stehen. Was kannst du mir über den Turm sagen? Ich gewähre dir Zugang, wenn es dein Wunsch ist, aber ich rate dir nicht, deine ganze Zeit darauf zu verschwenden. Meine Erdhexen und ich haben bereits gründlich alles abgesucht, doch wir konnten nichts weiter finden als einen höhenartigen Raum mit einigen eingeritzten Symbolen im Boden. Doch Clan klammert sich am Fuß des Turms, als wäre er die einzige Scholle in einer sturmgepeitschten See. Der Leutnant trägt den Hals, um hinauf zur Spitze des Turms zu blicken, die in den Wolken verborgen liegt. Was glaubst du, was es damit auf sich hat? Vielleicht war er im Delirium. Wer kennt schon die Auswirkungen, die ein Edikt auf die geistigen Kapazitäten haben kann? Er legt gedankenverloren seine Fingerspitzen aneinander. Oder er wusste vielleicht von einer Besonderheit, die wir noch nicht kennen. Vielleicht hätte ihn der Turm des Morgengrauens wiederhergestellt, wäre es ihm gelungen, ihn aus dem Schlaf zu wecken.
Der Erdhexenmeister betrachtet den Steinriesen, dann schaut er zum hochaufragenden Turm hinüber. Vielleicht auch nicht. Was hat es mit den ständigen Erdbeben auf sich? Kern wurde besiegt, aber er ist nicht vollständig tot. Solange seine Essenz nur in seinem Körper verbleibt, bleibt das Edikt des Steins bestehen. Du hast es schon einmal erwähnt, aber warum glaubst du doch gleich, hat Kern seine Befehle verraten? Der geschmähte Offizier reibt sich mit den Händen über das Genick und antwortet nicht. Warum tut das überhaupt jemand? Er zuckt mit den Schultern. Die Welt ist voller Laster, die einen Soldaten verführen können. Schnaps, Bordelle, Glücksspiel. Erdmagum muss eine verdammt starke Droge sein, um einen Archonten von seiner Pflicht wegzulocken. Sie sind wohl doch nicht so übermenschlich. Wie war das doch gleich? Die Erdhexen sind der arkane Arm von Ashs Militär, korrekt? Eine scharfsinnige Beobachtung. Unsere Gilde hat sich dem Studium des irdischen Arkanen verschrieben. Dies war die Disziplin Kerns von seinem unglückseligen Ende. Als sein bester Schüler fiel es mir zu, Kerns Vermächtnis zu erben. Er salutiert kurz und steif. Ich bin Radix Eisenkern, Bewerger der Erde, Eisenwache von Ash und zweiter Meister der Erdhexen. Du Erdhexer und Eisenwache, wie kam es dazu? Es war keine Position, die ich mir besonders gewünscht hatte, um ehrlich zu sein. Ich sehnte mich nicht nach dem Soldatenleben, aber Ash wollte, dass ich als Kommandant diene, um die Sache der Geschmähten besser zu schützen. Ich wäre lieber bei meinen Studien geblieben und vielleicht wäre das für uns auch der bessere Weg gewesen. Er reißt sich wieder zusammen und fügt schnell hinzu. Nicht, dass ich wegen Ashs Güte irgendeinen Groll hegen würde. Ich erhält inne und schaut nach unten, als würde er nach besseren Worten suchen, als die, die ihm im Sinn kommen. Ich fühle mich klein aufgrund dieser großen Ehre, die mir gegeben wurde. Eisenwache zu sein heißt, von Ash persönlich anerkannt zu sein. Der Hund des Krieges liebt seine Soldaten mehr als jede Frau, aber seine Gunst bekommen nur die, die sich im Kampf auszeichnen. Es gibt keine größere Ehre. Schön für dich, Beffek. Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ihr zwei seid Brüder, oder? Jawohl, wir sind als Brüder geboren, wenn auch nicht aufgewachsen. Er schlägt Radix kräftig auf den Rücken. Die eiserne Unterseite seines Handschuhs halt wieder wie eine Totenglocke. Wir haben dieselbe Mutter, sehr zu Radix betrauern. Mein impulsiver Bruder verlässt sich bei seinem Marsch durch das Leben gerne auf Muskelkampf und Glück. Ich dagegen, älter und weiser, kann mich glücklich schätzen, den Ruf des Landes geerbt zu haben. Das sagt er zwar, aber ich werde verhindern, dass ihm der Kopf abgetrennt wird, wenn wir das nächste Mal angegriffen werden. Wenn diese beiden noch sentimentaler werden, drücke ich ihnen einfach so fest wie möglich die Gesichter zusammen. Ihr seid getrennt voneinander aufgewachsen. Es ist nicht so, dass er fortgeschickt wurde, weil er 12 Jahre älter ist und schon fast ekelhaft gut auf dem Umgang mit Magie versteht, ist er nach Tortalos gegangen, um unter Kern zu studieren. Kader schlägt seinen Bruder kräftig auf den Rücken. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn sonderlich vermisst hätte. Wurdest du schon einmal lebendig begraben? Ah, das ist lange her. Ich erinnere mich, dass Mutter sehr stolz war. Nicht wegen dieses Vorfalls. Sie war unverhältnismäßig zornig, obwohl ich dir ein Luftloch gelassen hatte. Es war eine große Ehre, unter einem Archonten zu studieren. Tortalos liegt im Norden, nicht wahr? Natürlich, trotz der immer irrationaleren Neigung meines Meisters im Alter war Kern ein Nordländer wie du und ich. Die Eisenwache blickt einen Augenblick lang stumm in den Horizont, bevor er weiterspricht. Tortalos ist die längste kontinentale Gebirgskette des Nordreichs. Natürlich gründete Kern die Gilde der Erdhexen auf dem höchsten Gipfel. Dort schärfte ich mühevoll das Potenzial meiner Fähigkeit. Und wie war es, unter ihm zu studieren? Unfassbar anstrengend, doch sehr lehrreich. Möchtest du hören, dass er ein fürsorglicher Vater war? Das war er nicht. Er war erbarmungslos, wenn er es sein musste. Vor allem aber war er brillant. Er war ein Archont und zwar ein Mächtiger. Wenn man in diese Sphären der Macht aufsteigen will, muss man Entschlossenheit besitzen. Wenn man nicht zu lernen gewählt ist, ist man nicht würdig, diese Macht zu besitzen. Ihr habt unterschiedliche Väter, wer waren sie? Ich weiß es nicht, der Leutnant zuckt mit den Schultern. Aber es ist auch nicht von Bedeutung, oder? Wäre es nur unser Vater, hätte er mich leicht loswerden können. Aber die Blutlinie des Mutterleibs kann man nicht leugnen, ebenso wenig wie das Erbe einer Frau. Selbst wenn ich statt Radix oder Gilde die Front gewählt habe.
So ist es, wir sind untrennbar durch Blut verbunden, auch wenn man es kaum glauben mag. Denn Cadis weist keine von Mutters Eigenschaften auf. Sprechen wir über was anderes, lebt wohl.